Heute in der Folge bauen wir wieder ein neues Fahrzeug-Tutorial. Du siehst ihn schon hinter mir, den Flixbus. Mit dem Flixbus kommen wir von A nach B ganz entspannt und wie wir den uns natürlich ganz einfach aufbauen können, zeige ich dir heute. Von daher schnapp dir deine Blöcke und dann geht's los. Zuerst suchen wir uns ein paar Stufen raus. Einmal Andesit, wie Durit und unsere Kupferstufen. Dann holen wir uns noch ein bisschen schwarzen Beton raus, Schwarzeichenzauntor, dann nochmal Steinknöpfe, orange wie hellgrüner Beton und Würtreppen. Heute baue ich mal mit euch den Bus in der Luft, damit wir ihn uns auch von unten einmal angucken können, so ein bisschen. Ich habe jetzt natürlich jetzt hier einmal die Grundplatte schon mal hier vorgezeichnet. Da gehen wir natürlich erstmal nochmal ein bisschen mal durch, wie man sich die zu zeichnen kann. Also wir beginnen eigentlich erstmal mit unseren Andesitstufen, dass ihr euch hier einfach ein 3x4 Feld euch zeichnen könnt. Auf der Vorderseite setzt ihr hier dann nochmal zwei Durit-Stufen hin. Auf der anderen Seite lassen wir dann nochmal zweimal Andesit überstehen. Dann setzen wir einfach zweimal Kupfer hin und dann machen wir ein, also die Breite sind 4 Stufen und die Länge wären 9 Stufen. Also 4er Dicke, 9er Länge. So, auf der Rückseite machen wir dann ein 2x2 Feld hier von unseren Stufen. Dann kommt eine 4er Reihe hier einmal hin, wieder ein 2x2 Feld, dann ein 2x4er Feld von unseren Andesitstufen und hinten macht ihr nochmal hier zwei Doritstufen hin. Jo, so viel denn zu unserer unteren Platte. Ich stelle mich nochmal kurz hier rüber, wer möchte, kann sich's anhalten. Und wenn wir das denn soweit haben, geht schon dran, dass wir jetzt unsere Räder nehmen. Die können wir immer auf der Vorderseite gleich hier immer einmal anbauen. Das machen wir natürlich auf jeder Seite dreimal, da bist du nach hinten hier einmal weg. So. Sind denn unsere Räder hier überall verbaut? Nehmen wir gleich mal unser Zauntor. Das könnt ihr dahinter einmal ansetzen und einmal aufmachen, dass es so zu unserem Rad rüber geht. Machen wir vorne natürlich hier auch nochmal. Wunderbar. Dann kommen wir schon zu unseren Steinknöpfen. Das werden unsere Felgen sein, die wir dann hier einfach mal an den Rädern überall platzieren. Wenn wir unsere Knöpfe denn soweit verbaut haben, geht schon an unseren Beton ran. Auf der Vorderseite machen wir erstmal ein bisschen orange hin. An den Seiten einfach so eine Art Pyramide und vorne noch einmal verbinden. Nimm den hellgrünen Beton, jetzt gehen wir an den Seite einfach hier glatt einmal nach hinten weg, aber nicht komplett nach hinten, denn hinten wollte ich mir wieder ein bisschen orange einmal platzieren. Ich würde sagen, ganz hinten lassen wir einfach mal zwei Reihen so übereinander stehen. So, dann nehmen wir gleich mal unsere Würtreppen und zwar können wir immer bei unseren Räderchen, sage ich mal, über ein Rad ganz normal machen und dahinter einfach mal so zack, so anecken lassen. Das können wir hier erstmal ziehen und dann machen wir das auch gleich nochmal auf der anderen Seite, dass wir das gleich auf beiden Seiten gleich haben. So, erstmal eine grüne Reihe hier einmal langziehen. Und wenn wir das dann haben, nehmen wir unsere Treppen und machen erstmal den Radkasten über dem Rad. Ne? Über dem Rad ganz normal und dahinter so angeeckt. So, vorne mache ich es auch nochmal. Wunderbar. Wieder unseren grünen Beton nehmen. Hier die Mitte einmal komplett zuziehen. Hier hinten können wir es auch nochmal. An der Seite auch. Das müssen wir erstmal hier schön zuziehen. Und dann setzen wir jetzt hier doch wieder die nächste Reihe. Wir lassen jetzt, würde ich sagen, hier einfach zwei Blöcke Platz. Und dann ziehen wir das wieder einmal komplett nach hinten weg. Könnt ihr auch diesmal wirklich komplett bis nach hinten setzen. So, und andere Seite ziehen wir es natürlich hinterher. Dann nehmen wir nochmal unseren orangen Beton zur Hand. Und zwar möchte ich mir gerne jetzt hier beim vorletzten Radkasten noch so ein bisschen orangen Beton einmachen. Das sollen so diese Pfeile immer darstellen von unserem Flixbus. So, machen wir auf der anderen Seite auch nochmal. Zack, auf dem Radkasten hier einmal so zwei Blöcke nach vorne. Und dann machen wir noch zwei weitere. Bevor wir jetzt aber die Blöcke wegtun, können wir eigentlich nochmal unser Zauntor nehmen und hinten noch so einen kleinen Auspuff damit darstellen. Weiter geht's denn erstmal mit tiefer, schiefer Treppen. Davon nochmal bitte hier einmal den Block, dann ein bisschen schwarzes Glas, grüner Beton, die letzten Kupferstufen begleiten uns, Würtreppe, davon das Zauntor, ein Wiverskelett-Schädel und dann noch ein paar Bruchsteintreppen. Beginnen wir erstmal mit unseren Treppen. Da setze ich mir die einmal hier vorne einmal umgedreht hin, in der Mitte setze ich mir einfach Blöcke hin. So, dahinter lassen wir jetzt eine Blockreihe Platz, dann setze ich mir hier dreimal unsere Blöcke hin. Dann lasse ich immer zwei Blöcke Platz und setze mir hier wieder so zwei Blöcke rauf. So, das können wir eigentlich machen, bis wir einmal hinten ankommen. Das geht dann hier auch perfekt auf. Wunderbar. Und zur anderen Seite ziehen wir es natürlich hinterher. Wenn wir das denn geschafft haben, nehmen wir gleich mal unsere Glasblöcke. Wir fangen auf der Vorderseite an und ziehen hier erstmal zack eine Zweierreihe hier einmal lang. Und natürlich hier bei unseren ganzen anderen Fenstern können wir auch hier die Zweierreihe einmal platzieren. Wenn wir unsere Glasblöcke dann hier einmal verbaut haben, nehmen wir einmal unseren grünen Beton. Den platzieren wir hier vorne einmal in der Ecke. Gleich davor setzen wir eine komplette Treppenreihe einmal lang und dahinter geht schon weiter mit unseren Kupferstufen. Das können wir ja eigentlich auf unser Dach einmal komplett verteilen. Da würde ich aber in der Mitte noch ein bisschen was machen und zwar setze ich mir vorne insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Stufenreihen hin, gefolgt dann von unseren Würtreppen, die ich mir da einmal platziere. So, auf der Rückseite setze ich mir dann auch nochmal die Würtreppen einmal hin, da lasse ich einfach nur eine Stufenreihe Platz und die Mitte fülle ich nochmal aus mit unseren grünen Beton.
Wenn wir das denn soweit haben, dann können wir gleich mal auf der Rückseite bleiben. Ich schlage mal hier zweimal orange weg und setze dann mir einfach mal meine Bruchsteintreppen hin. Das soll so ein bisschen der Motor darstellen. Und dann bleibt noch eine Sache übrig, und zwar unser Zauntor. Das wollte ich mir vorne gerne einmal machen. Das soll, sag ich mal, hier unsere Seitenspiegel mal sein. So, da würde ich mal sagen, setzen wir davor noch natürlich unsere Schädel einmal ran. Wenn wir dann auch unsere Seitenspiegel vorne einmal so dran haben, wird es wieder Zeit, dass wir das Blockmaterial einmal wechseln. Denn zum Schluss wollen wir den Bus natürlich noch ein bisschen verfeinern. Jetzt kommt noch so ein bisschen Deko. Wir fangen auf der Vorderseite an. Ich nehme Birkenknöpfe. Ihr könnt aber auch immer andere Farben nehmen, wenn ihr euch wollt. Das sollen so ein bisschen die Scheinwerfer darstellen. Und in der Mitte nehme ich noch ein bisschen ein Kerzenschild. Das passt ganz gut zu unserem orangen Beton einfach mal. So, dann geht es noch ran, dass wir uns ein paar Schalterkisten rausholen. Orange wie natürlich grüne, damit wir hier noch so ein paar, naja, einfach damit uns so ein paar Ladeklappen hier machen können, dass wir natürlich hier das Gepäck verstauen können. Ich mache mir vorne eine hin und dann würde ich sagen, gleich hinter unseren Radkasten setze ich mir nochmal welche hin und lasse dann immer einen Block Platz und setze mir dann gleich wieder zwei hin. So, das ziehe ich mir hier insgesamt dreimal und dann würde ich sagen, machen wir noch ein viertes Mal hier hinten beim Radkasten. Darüber können wir es auch nochmal machen. So, dann wollen wir das nochmal auf der anderen Seite verteilen. Also vorne erstmal eine grüne Kiste. So, gleich hinter ran, dann zwei Kisten, dann einen Block Platz lassen, dann wieder zwei Kisten, einer frei und wieder zwei Kisten. Und hier hinten machen wir nochmal eine. So, dann haben wir genug Verstauraum für unser Gepäck. Kommen wir dann nochmal zur Rückseite. Hier können wir natürlich noch ein paar Rückleuchten anbringen, vielleicht auch noch so eine kleine Blinkeranlage, wer möchte. Und dann nehmen wir noch ein bisschen, ja, dunkles Eisenschild. Das würde ich einfach nochmal hinten am Motor einmal ransetzen und dann ist es damit auch fertig. Gut, dann ist er schon von draußen so gut wie fertig. Natürlich fehlt da noch die Schrift, die machen wir gleich. Aber erstmal gehen wir nochmal rein in den Bus, den wollen wir innen drin ja auch noch dekorieren. Dafür nehme ich mir jetzt einfach mal grauen Teppich, platziere mir den gleich hier vorne einmal, ne, wo der Fahrer sitzt. Dann würde ich sagen, setze ich mir jetzt hier eine Treppe hin und den Rest fülle ich einfach mal aus hier mit unserer Wolle. Wer möchte, kann sich dann natürlich noch ein paar Sitze oder sowas platzieren. Habe ich mir auch nochmal was rausgeholt. Also man kann sich das hier halt immer so ein bisschen dekorieren. Ich nehme einfach mal einen Schleifstein als Lenkrad. Hier sitzt dann der Fahrer, kleine Absperrung zum Fahrer. Und dahinter mache ich mir dann einfach noch ein paar Treppen hin, ne, für die Fahrgäste. So, das reicht schon. Und schon haben wir es innen drin natürlich auch dekoriert. So, jetzt machen wir natürlich noch einmal das zu. Ich habe mir nochmal einen Stolperdrahthaken rausgenommen als Griff für die Tür vorne. Und dann bleibt noch eine Sache übrig. Und zwar müssen wir natürlich noch die Schrift hier einmal platzieren. Und wenn du jetzt wieder nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir nochmal ein Video in der Infobox, wo ich das ganze Alphabet nochmal erkläre, ganz einfach auf Buchstaben, damit du dann auch hier deine Schrift ja einfach mal machen kannst. So, der Flixbus. Schnell und einfach haben wir den Flixbus aufgebaut. War doch gar nicht mal so schwer. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen willst, dann schau mal in die Infobox, da habe ich dir noch ein bisschen was zusammengestellt. Andernfalls, vergiss den Kanal nicht zu abonnieren, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Und dann hören wir oder sehen uns wie immer zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und ciao. Thank you.